Der Frühling ist ins Allgäu eingekehrt. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich zu Hause fragen, ob Sie sich verhört haben. Doch keine Angst, mit unserem Frühling ist ein russischer Jugendchor gemeint. Denn Vesnyanka, der Name des russischen Jugendchors, heißt auf Deutsch Frühling. Zum sechsten Mal besuchen ungefähr 20 Jugendliche aus Moskau das Allgäu. Alexandra Feindler und Manfred Fiener zeigen Ihnen die Vielfalt des Profichors. Profis am Werk. Sie sind zwar noch ziemlich jung, arbeiten aber schon seit Jahren an ihrem Talent. Denn in die russische Chorschule Vesnyanka werden nicht alle Jugendlichen aufgenommen. Mit 3 Jahren beginnt bei vielen die musikalische Ausbildung. Ein Instrument spielen und den richtigen Ton treffen, das lernen die Jugendlichen ziemlich schnell. Die Besonderheit des Chors ist, dass Kinder ab 3 Jahren mitmachen. Über mehrere Jahre hinweg bekommen sie eine gute Musikausbildung. Sie besuchen den Chor bis zu ihrem 17., maximal 18. Lebensjahr. Seit 47 Jahren gibt es die Chorschule Vesnyanka in Moskau. Dieses Jahr besuchen sie zum 6. Mal das Allgäu. Von klassischen zu sakralen Liedern, die Vielfalt der Musik soll ausgeschöpft werden. So lernen die jungen Sänger die Kultur der Länder kennen. Ihre jährliche Herbstreise ins Allgäu besteht jedoch nicht nur aus Arbeit. Für die Konzerte wird zwar hart geprobt, der Spaß darf jedoch nicht fehlen. Was sie nicht kennen, ist einfach jetzt von der Natur her, diese verschneiten Berge, die sie nicht kennen, diese saubere Gegend und auch die Luft, die klare. Also sie sehen den Sternenhimmel, den sie in Moskau nie so haben, wie sie jetzt den bei uns erleben. Und da war ein lustiges Erlebnis, als sie da am Lech entlang gingen, so die ersten Male, jetzt kennen sie das schon. Wunderten sich über die grüne Farbe. Und da kam eine Frage, ja, was schüttet man denn in das Wasser, damit es die grüne Farbe bekommt? Bulgarisch, Polnisch, Ukrainisch und Englisch. Nicht nur die Lieder, auch die Sprache wird den Jugendlichen vermittelt. 20 verschiedene Lieder bringen die Künstler ins Allgäu. Ein Solo von Angelina Jakovleva soll die Herzen höher schlagen lassen. Es ist eine große Freude, in Deutschland zu sein. Die Kinder besuchen das Allgäu zum 6. Mal. Wir waren bisher immer in Füssen. Es macht ihnen viel Spaß, sich hier zu erholen. Sie sehen hier Neues und besuchen neue Städte. Wir schauen uns auch immer das Schloss Neuschwanstein an. Es gibt ja nicht nur die Auftritte, sie sollen auch die Natur erleben. Ein bekanntes Wiegelied und dann auch noch auf Deutsch. Der Chor hat sich verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Bis Sonntag sind die 20 Jugendlichen noch im Allgäu. Dann heißt es Abschied nehmen. Doch der soll nicht für ewig sein. Denn nächstes Jahr werden sie erneut das Allgäu zum Klingen bringen. Ja, wenn auch Sie den Frühling mitten im Herbst erleben wollen, heute Abend tritt der Chor ab 19.30 Uhr in der Erlöserkirche in Bad Wörishofen auf. Morgen gibt es ihn ebenfalls ab 19.30 Uhr in der Fachklinik Enzensberg zu hören und zu sehen. Und auch uns gibt es morgen wieder zu sehen und zu hören, und zwar wie immer ab 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.